Nicht ganz perfekt, ja, aber das jetzt nochmal zu probieren, das ist jetzt nicht. Wo sind wir denn hier? Kann da viele Gegner, oder? Na gut, aber erstmal denke ich mal hier zum Lernen hier. Das ist der gleiche Raum wahrscheinlich. So ein Mega-Arm. Warum haben wir so... Achso, weil wir jetzt die ganzen Armor-Boni aufgepickt haben. Okay. Warum ist auch wie... Fucking ey. So ein Supercharge. Verdammt blau da oben. Diese Hellnight, den wir schon mal irgendwo gesehen haben. Also gesehen haben wir ihn nicht, wir haben den grünen Schuss schon mal irgendwo gemerkt. Könnte er nicht durchschießen? Könnte er doch. Na, vielleicht schon mal kein Fehler, wenn wir die schon mal mit erwischen. Moment. Waren wir da schon mal? Na gut, ob wir da direkt waren, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, irgendwie noch das Schalt. Ach, hier ist der Start. Genau, wir sehen schon mal, dass da irgendwo eben dieser Supercharge und so weiter ist. Na gut. Shotgun-Geist von Weiden. Ja,
runter von... Von Hunden von mir auch noch solche Viecher kommen, aber nein, es sind andere. Da ist aber auch schon ganz schön was los hier. Ah, irgendwo ist noch so ein verdammter Penner hier drüben. Vielleicht sind sie auch unten, ich weiß es nicht. Ach, hinter uns! Okay. Warte mal. Hat man aber auch schon. Man muss auf jeden Fall ein bisschen taktischer vorgehen. Auch mal reinschauen. Dann landen wir wieder hier. Okay, wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das da bekommen, aber gut. Das ist noch mehr normale Lebensenergie. Ja. Also das war die hier dann raus, ne? Ja. Moment, was? Ah. Moment, dann waren... Genau, das wollen wir noch nicht. Ein Moment, hatte ich Befürchtung gehabt, dass du vielleicht ein Pain Elemental sein könntest. War da oben noch einer? Ja. Ich sehe sie. Nichts. Gut. Vielleicht zu nah jetzt. Noch mehr Schalter. Sieht ja erstmal so weit ganz okay aus, dann doch. Haben wir hier. Haben wieder. Also normale HP. Wissen ja, dass ein Supercharge rumliegt. Und jeder Menge Health Boni auch noch. Und wir wissen, wo wir eine Rüstung kriegen. Moment, da muss ja irgendwas hier drin gemacht haben, oder? Und das nur das hier wieder aufmachen? Da muss doch irgendwas gemacht haben. Kommen wir nicht rein. Blauen Schlüssel haben wir auch nicht.
der so aussieht, als ob man den möglicherweise nach den gelben kriegen würde. Ne? Ah, das ging auf. Okay, jetzt hat er was gemacht. Das ist gerade irgendwie von zwei Seiten. Das hat man irgendwie auch gleich so gemacht, dass man von beiden dann rankäme. Dann bringt mich halt oben das Netz auf. Nein, nichts geben kann. Also da, das hat man schon, das war der Start hier irgendwie, ja. Das langsamste Projektil der Menschheitsgeschichte. Hier braucht man blau. Okay, gibt's auch jede Menge. Das sollten wir uns auch mal merken. Also hier gibt's auch noch jede Menge Lebensenergie. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt trotzdem diesen Schalter umlegen müssen. Und glücklicherweise wieder hier recht viel. Was macht denn am meisten Sinn? Ich meine, wir können hier natürlich runterhüpfen. Denke ich wieder dahin. Ja, hoch. Können wir das? Das können wir natürlich auch mal machen. Thank you.
Aber da ist auf jeden Fall der gelbe Schlüssel. Das bleibt hoffentlich so, ja. Okay, dann machen wir hier jetzt nochmal ein Save. Das sollte auch okay sein, das können wir auch hier oben machen. Wissend davon ist der Supercharge und direkt rechts daneben in dieser kleinen Höhle ist ein großer fetter Armor. Das sollte jetzt eigentlich nicht wieder Riesengegner spawnen, wenn wir jetzt das Ding hier mitnehmen. Aber also allein das, den Knopf gedrückt haben wir jetzt uns schon ganz schön hier. So, und wir hatten gesehen, dass von da aus dann irgendwie zum blauen Schlüssel theoretisch geht. Voller Raketen offensichtlich. Raketenwerfer ist uns egal. Wir haben volle Raketen. Lieber keinen Schaden mehr zu nehmen. Munition. Blau war jetzt da hinten. Ja. Wir speichern nochmal hier ab. Und wieder an derselben guten alten Position sind. Und dann schauen wir doch mal, was uns das jetzt hier bringt. Komisch aus. Moment. Achso, wenn man da runtergefallen ist, ne? Weit kommen wir dann nicht.
Er hat bestimmt irgendwas Schlimmes auslösen, wenn man den mitnimmt. Das von der anderen Seite sein, ne? Das ist vielleicht der Exit? Was ist denn das? Das und das Vieh scheint von da aus dann nicht mehr zu geben. Okay, speichern mal hier hin. Das wird er schon gemacht haben. Aber was? Okay, ja, wir haben jetzt schon mal das Ende gesehen. Und ganz... Wenn das jetzt nichts Schlimmes macht, dann nehmen wir erstmal diesen Supercharge mit. Was von Munition hiervon. Okay. Also. Die haben wir jetzt noch nicht gedrückt, ne?
So. Okay. Welche Waffe ist am besten? Ich denke mal, sowas hier vielleicht. Beziehungsweise können wir auch mal dieses Ding hier nochmal probieren. Da war der Exit, ne? Nein, der war eben nicht. Jungs? Kompletter Fake-Exit? Oh. Ehrlich gesagt wüsste ich natürlich jetzt allerdings auch nicht, wo wir sonst jetzt noch hin sollten. Okay, man muss nur wissen. Das wird wirklich der Exit sein. Also nicht das erste Mal, dass es irgendwie so eine komische Falle gab. Finde ich ein bisschen gemein, aber na gut. Ist es halt so. Ihr seid noch da, ja. Selben. Na, das war auf jeden Fall mal trickreich. Okay. Wieder 0% Geheimnisse. halt. So weiter. War da nicht? Ah, jetzt irgendwie.
Watch your step. Berserk? Kommt nur mal zum Spaß. War gerade eine Verwundbarkeit? Ja, wir kommen nicht unbedingt sofort dran. Mich nicht wundern, wenn dann hier hinten aufhört, was los ist, oder? Aber das war jetzt. Mit da drin war ja nichts. Ja. Aber irgendwann wird da hinten auch was passieren. Es nicht da zu schießen. Drei Raketen sollten genügen. Also einen Freund. Der ist schon am Switchen gewesen. Hier oben schon jemanden in diesen offenen Bereich rum? Nein. Nein. Relativ Glück gehabt, ich dachte, das ist jetzt wirklich von. Nein, nicht noch mehr von denen. Ach, das ist nicht noch mehr von euch. Keine Pain Elementals mehr. Verdammterweise von hinter uns auch welche. Ja. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall versaut. Oh. Ja, spawn nochmal 20 Stück. Na, wir wissen noch nicht, vielleicht. Das ist ein Bild, ja? Ich habe keine Ahnung, wo man hier irgendwo mal hinkommen soll. Das ist auch nicht offen. Na, vielleicht hat das ja irgendwas gemacht.
sonst wird es ja auch dieses riesen Ding hier nicht geben, oder? Na gut, wo sind denn Berserk? Kommen wir auch nicht ran. Ah, ne. Machst du schon von Anfang an da? Muss ich zugeben, ich bin erstmal wieder ein bisschen überfragt, wo es weitergeht. Ja, das soll vielleicht auch so sein. Ich glaube, die wird da von hier aus hin dasht. Okay, muss naja mal wenigstens mal antappern. Nicht, dass es vielleicht doch einfach so aufgeht. Der geht so auf. Kann man denke ich nicht an irgendwas Sinnvolles ran. Schon wieder höre. Moment, habt ihr euch wegteleportiert oder hier hin? Ja, das geht, okay. Du kannst natürlich so lang gehen, dass du 1 Milliarde Jahre brauchst, bis du an der richtigen Stelle bist. Aber was machen wir jetzt? Einen blauen Schlüssel, ich habe keine Ahnung, was wir da warten stellen sollen. Also, ja, irgendwo rein, wo es blau ist. Fucking ey. Natürlich, zuerst teleportieren sie sich so rein, dass man nicht weiß, ab welchen Frame man sie treffen kann. Noch mehr von den Pennern, ey.
Was machen wir jetzt mit dem verdammten blauen Schlüssel? Wie kommen wir da rüber? Anders vorhaben. Ja, echt wie so eine Art kleine Boss-Mission oder sowas zu sein, ne? Ganz viele Gegner hin. Ich hab schon gerade gemerkt. Er ist auf jeden Fall tot. Oh, dann noch so einer. Der Cyberdemon? Sieht so aus, oder? Rennt um euer Leben. Okay, seine Raketen sind definitiv ein bisschen schneller geworden. Und offensichtlich gab es das ganze Zeug hier schon am Anfang. Berserk lassen wir jetzt mal. Also wir kennen das mal so weitestgehend hier das ein bisschen aus. Ich gehe mal davon aus, dass nach den Cyberdemon wahrscheinlich dann Beschluss wird der Boss sein, mal hier. Aber diese reine Teleportiererei, die nervt mich schon ein bisschen. Oh Gott.
Okay, erstmal zwischen saven, soweit ganz gut. So, nicht zu viel Leben. Also wir wissen, dass es hier noch einen Mega-Armor gibt, wenn es unbedingt sein muss. Was soll's denn halt? Was soll's? Ja, komm. Also ich hoffe wirklich mal, dass sich hier nicht unendlich viele Gegner spawnen, wenn wir jetzt nicht zum Beispiel den nächsten Schlüssel hier mitnehmen oder so. Ah, ist ein Out of Ammo gewesen. Mufu. Einen Supercharger habe ich hier nicht gesehen, ne? Was sieht denn gleich so raus? Exploded kommen. Fuck, ey. Ich hasse Lost Souls. Und natürlich die Pain-Elemente sind die. Es sind die nervigsten Gegner im Spiel, oder? So, meine lieben Freunde, wo ging's jetzt eigentlich weiter? Achso, wir mussten nachher innen in dieses Ding rein. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Unverwundbarkeit bekommt. Also richtig glücklich mit dem, wie wir es bis jetzt haben, habe ich zwar nicht, aber. Okay, nehmen wir mal den dritten hier. Ein bisschen Lebensenergie hier mitnehmen, aber.
nehme jetzt nicht sofort diesen Armor mit, oder? Wir müssten eigentlich mal raus, indem wir zu der Unwohnbarkeit hinkommen. Ich denke, das würde schon viel ausmachen. Vielleicht geht es wirklich erst, sobald man dann diesen Cyberdemon freigeschalten hat. Okay, wir können einmal auf der Seite und einmal auf der Seite sein. Ne? Langen Weg genommen. So. Zurück, ruhig. So. Rein, rüber, raus. Okay. Jetzt noch rein, Teleport, rüber, raus. Ah, geht nicht. War ich das schon nur so eine Rätselslösung? Na gut. So, zwischenzeitlich, dann holen wir uns den Armor hier. Und ein Pain Elemental auch noch. Naja, wir uns mal also erlauben. Versaut hier.
Das Ding hier wirklich mehr Schaden. Ich glaube, wir werden das jetzt sehr, sehr viel aushalten. Ich bin gestuckt. Ist es das überhaupt wert, wenn das verdammte Scheiß Pain Elemente dann auch noch kommt? Ja. Das ist doch dieser Weg, was da lang geht. Es geht also doch dahinter da lang, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Also irgendwo muss ein Schalter sein. Geht es ja nur offensichtlich nicht. Ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass das da, weil sonst könnte man ja einfach hier wieder rausspringen, oder? Das muss ja nicht von da hinten hin zu sein, aber das kann natürlich wieder irgendeine Sache sein. Tritt da hin und dann. Bis hierhin läuft doch alles ganz gut, sind noch nicht getroffen worden. Na, da haben wir leider keine Munition mehr für. Ah.
zumindest er besiegt sein. Wir wissen, dass ihr so ungefähr die Letzten seid. Okay, dann nochmal safen hier. Wo aus könnte man diesen bescheuerten Schalter da hinten aufmachen? Diese Unverwundbarkeit wäre ja schon verdammt praktisch, oder? Also, generell wahrscheinlich, wenn man hier normal unterwegs wäre, aber. Aber vielleicht geht das ja jetzt auch erst jetzt auf. Was passiert denn, wenn wir mal hier hintergehen jetzt? Zu weit. Ja, offen ist es zumindest aber nicht. Also ich kann mir halt nur vorstellen, dass es von da aus da reingeht. Weil am Ende, na gut, höchstens noch den Cyberdemon kommen immer noch Gegner, das kann natürlich auch sein. Theoretisch ist Raketenwerfer nicht schlecht gegen ihn. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich dann nicht selber hochspringt. Und an diesen Säulen sich dann da rumdreht. Komm schon, wo ist? Oh. Liegt hinter uns. Da auftauchen. Da wird es ja gerade nebelig. Ja, ich denke mal, sie sollten so um diese Säule hier so rumlaufen. Ohne dass er wie ich jetzt hier irgendwo hängen bleibt. Das wäre vielleicht gut. Kommt er jetzt hier durch? Und da lang. Ja, wo hieß er denn? Ah. Oh. Muss hier drüben sein, ne? Ja. Ja, ich musste ja dann aber immer irgendwo hin. Ja, noch mal damit ein bisschen was. Du? Okay, gut. Ein bisschen mit vereinten Kräften hier sozusagen. Ich hätte noch ein bisschen mehr Armor übrig haben können, aber ach, sag mal, bin erstmal so ganz zufrieden wahrscheinlich. So, mal save mir. Exit, exit. Möglicherweise geht es auch bei beiden noch raus.
Okay. Gedrehtes Spawn hier. Okay. So, dann machen wir hier mal einen Save hier. Ich will jetzt aber nochmal schauen. Nicht, dass wir jetzt. Also, ich würde es mal nicht vermuten. Aber nicht, dass wir jetzt doch irgendwie einen Secret Level oder sowas verpassen. Was passiert, wenn wir links hingehen? Ich gehe mal einfach aus, dass es selber passiert. Spawn hier, ja. Ist das gleiche. Okay. Na gut, ja, dann würde ich sagen, soll uns das doch für heute an der Stelle auch mal reichen. Auch mal diesen ersten richtigen Bosskampf hier, wenn man so nennen will, diesen Cyberdemon uns hier halt mal vorgenommen. Natürlich klassischer Boss, den man schon aus Doom 1 kennt. Hält er doch schon ein bisschen was aus. Mir kam es so vor, als ob seine Raketen noch einen Ticken schneller geworden sind. Aber ja, nachdem er sich dann so ein bisschen eingegroovt hat und mit dem Gelände ein bisschen vertraut gemacht hat, natürlich alles möglich und ja, sind wir dann, denke ich, ganz gut durchgekommen. Hätten wahrscheinlich, als jetzt nochmal probiert hätten, war wahrscheinlich noch mehr Armor übrig. Viel mehr als 100 Leben hätten wir allerdings irgendwie nicht rausholen können. Zumindestens nicht ohne, dass wir jetzt einen Supercharger oder sowas dort finden. Aber ja, wir haben ja nicht mal geschafft, irgendwie herauszufinden, wie man diesen Unverwundbarkeit da bekommt. Aber naja, was soll's. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, an der Stelle sollen wir das dann für heute hier aber auch erstmal reichen. Hier erstmal soweit ganz zufrieden, dass wir weitergekommen sind. Und ja, morgen wird es dann halt auf jeden Fall in den nächsten großen Stream weitergehen, wo wir natürlich noch ein paar verschiedene Sachen nochmal spielen. Von daher, ja, schauen wir mal, wie es da wird. Und ja, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.